Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind nach wie vor in dem komischen Dungeon hier, in der Bergruine. Wir kümmern uns hier um so ein paar Vollidioten. Alle was mit Eis zu tun zu haben, zu scheinen, zu möchten, was weiß ich. So. Nein! Was war das denn? Warum bist du denn jetzt gesprungen? Ich bin doch einfach nur geradeaus noch nicht gelaufen. Oh, die Viecher respawnen. Okay, nervig. Hoch, 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 hoch! Da, hoch! Oh. Ich hasse euch alle! Puh, und jetzt ganz vorsichtig, ja? Hä? Ach so. Aber ich muss hier jetzt jumpen, weil sonst würde ich da runterrutschen. Und hier auch. Boah, hasse ich diese Stelle. Stempel Janisches B erhalten. Stempel können jetzt auch in kleinen Truhen sein. Interessant. Bislang waren die ja immer in großen. Und damit auch eine Truhe, die es im Original nicht gegeben hat. Für diese hier schon. Und das ist der Kompass. Schön, dass wir den haben. Damit können wir jetzt schon mal auf die Karte gucken, was wir alles verpasst haben. Und es ist eine ganze Menge anscheinend. Aber es sind auch Symbole, die wir noch gar nicht kennen. Ich glaube, es sind die Kanonenkugeln, ne? Ja, okay. Selbst die Kanonenkugeln sind auf der Map eingezeichnet. In diesem Raum hier gibt es aber nichts mehr. Mit dieser Information jumpen wir einmal in die Schlucht und hoffen, dass wir vorne wieder rauskommen. Sehr gut, wir verlassen den Raum erneut. Das Ganze war so nur ein optionaler Raum zu bekommen des Kompasses. Och, nö. Wer hat euch eigentlich eingeladen? Alter. Und der ist nicht draufgegangen! Okay, da links ist eine Truhe, in die wir allerdings nicht rankommen, weil die Kanone da gar nicht hinkommen kann. Wo wir allerdings drankommen, ist da. Und das nutzen wir mal schnell. Beide vernichtet, wow. Aber im Endeffekt auch nur eine Truhe. Mit Bomben, immerhin. Ja. Bleibt eigentlich nur noch das hier, was ich wegschießen kann. Aber das bringt uns doch gar nichts, das Wegschießen. Das ist doch eine Abkürzung. Habe ich irgendwas übersehen? Scheint mir fast so, als ob ich das übersehen hätte. Hä? Okay, ich schieße das eine Ding noch weg, einfach weil wir es können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das was bringt. Aber eigentlich muss es uns was bringen.
Weil hier erst die Anleitung stand, wie man eine Kanone benutzt. Das heißt, der Raum hier soll... Ich kann die gar nicht so schieben, dass sie dahin schießt. Okay, ist jetzt die große Frage, was sollen wir hier eigentlich? Das funktioniert nicht. Wir müssen das Viech höchstwahrscheinlich mit der Kanone wegballern. Aber dafür brauchen wir einen Schlüssel. Um hier an die Kanonenkugeln zu kommen. Ich bin gerade höchst verwirrt. Was ich hier tun soll. Unser Ziel ist da drin. Habe ich irgendwo einen Schlüssel bekommen und es nicht gepeilt? Oder kann ich das als Wolf machen? Ja, ich meine, man legt die Dinger auf die andere Seite und dann kommen die hier wieder raus. So war das, glaube ich. So, wer fiel ein? Nimm das. Langsam wird unser Leben knapp. Wenn sie dich noch hättest, das da reinzulegen. Dann doch ablegen. Das passiert aber auch nicht. Jetzt bin ich, wie gesagt, ein bisschen überfragt. Ist hier denn schon eine Kanonenkugel drin vielleicht? Nee. Boah, ey. Ich bin überfragt. Tut mir leid. Ich weiß schon wieder, warum ich diesen Dungeon als unfassbar... lange in Erinnerung hat. Also ich habe damals echt ewig für gebraucht. Wie gesagt, ich habe für das erste kleine Schieberätsel damals schon lange für gebraucht. Deswegen dachte ich eigentlich, ich wäre damals einfach nur sehr, sehr, sehr noobig gewesen. Aber irgendwie weiß ich jetzt gerade halt genauso wenig weiter, was ich tun soll. Ich habe aber nicht irgendwie einen Schlüssel oder so, ne? Sieht man das irgendwo? Ich habe keinen Schlüssel. What the fuck? Gibt es da hinten doch noch irgendwas? Es wäre doch eingezeichnet auf unserer Kompass-Map. Wenn wir hier was vergessen hätten. Es gibt noch eine Etage weiter oben. Oh, ich hätte mich hier mit dem Greifhaken einfach zurückziehen können. Hätte ich nicht runterjumpen müssen. Aber ich glaube, geholfen hätte uns das auch nichts. Ich bin ziemlich, ziemlich, ziemlich verwirrt, was ich tun soll. Also meiner Meinung nach habe ich jetzt alle Optionen, die mir dieses Level bietet, gerade erschöpft. Ich kann auch mit Kanonenkugeln nicht aus einem Raum raus. Ich kann es mal versuchen, aber es bringt halt nichts. Was soll denn dieses Rätsel gelöst? Musikkram jetzt. Das war schon auf, falls es nicht mitgekriegt hat, das Spiel.
Ich habe irgendwo einen Schlüssel übersehen. Meine Fresse. Ich glaube, ich sehe es gerade. Ich werde hier noch sterben in diesem Kacklevel. Hier. Und durch den Kompass habe ich gesehen, dass hier eine Truhe ist. Und in dieser Truhe ist wahrscheinlich der Schlüssel, den wir brauchen. Ja, natürlich. Oh Gott! So, meine Fresse. Das war jetzt aber ein Akt. Hier kommt man auch nur von der anderen Seite weiter. Dieses Levelaufbau-Ding ist wirklich so sehr labyrinthmäßig. Ich glaube, das hilft uns momentan auch noch nichts. So, wir können aber auf jeden Fall etwas tun und das wäre... Mach hin jetzt. So. Ziehen. Kanonenkugel nehmen. Kanonenkugel ablegen. Rübergehen. Und hier wieder ziehen. Damit haben wir die. Man könnte die Tür auch einfach hinter sich offen lassen, Link. Dann könnte man sich das hier ersparen, aber okay. Und dann hauen wir erstmal Spacko da vorne weg. Vollidiot. Okay, der hinterlässt Freunde. Das Problem ist, dass mir jetzt echt die Bomben ausgehen. Deswegen sollte ich die, glaube ich, nicht mehr unbedingt zwangsläufig mit Bomben besiegen. Aber es ist so viel einfacher. Nein! Okay. Jetzt wird's schwierig. Wir haben nicht mehr viel Leben. Ich brauch gleich mal wieder Suppe, Kumpel. Aber wenn ich mir den Raum so angucke, der gleich kommt, werden wir gleich andere Probleme als Suppe haben. Vorher aber natürlich... Da sieht man ja auch schon auf der Map eine versteckte Truhe, die wir natürlich auch haben wollen. Laden und Feuer. Bomben. Praktisch. So, mit 2 1/4 Herzen rein in den großen runden Raum. Was kann uns da wohl erwarten? Man weiß es nicht. Auf geht's. Hallo, Kumpel. Hallo. Spacki Mac Spack Spack. Ich habe das Gefühl. Als müsste ich hier sterben jetzt. Okay, da mussten wir unsere Fee das erste Mal benutzen.
Tag. Wenn wir noch einmal rumgekommen, hätten wir die Fee gar nicht gebraucht, ne? Der ist jetzt down. Verdammt! Ach, wäre ich ein bisschen vorsichtiger gewesen. Und was ist das denn Feines? Du erhältst den Morgenstern, eine riesige Eisenkugel von enormer Zerstörungskraft. Lege ihn auf die Knöpfe und schlage mit voller Wucht zu. Eine sehr praktische Sache und das Dungeon-Item dieses Dungeons. Einfach mal so hinterhergeworfen bekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes hinterhergeworfen. Wir können ihn auch gleich mehr benutzen. Wir brauchen die scheiß Kanonen jetzt nicht mehr, um irgendwas in die Luft zu sprengen. Das können wir jetzt auch einfach mit dem Morgenstern machen. Und außerdem können wir somit auch praktisch Ritterrüstung vernichten. In den meisten nichts drin ist, aber kann man einfach mal so tun. Ordoner Ziegenkäse. Dieser Käse wird aus der Milch von Ordoner Ziegen hergestellt. Schon wieder etwas zu essen? War doch klar. Die war so unsicher, da musste ja sowas kommen. Na egal, vielleicht fällt ihr noch was ein. Gehen wir zu ihr. Bessere Suppe! So, und mit dem Ding hier können wir jetzt eine ganze Menge neue Sachen machen. Oh, hey. Wo kommst du denn her? Schön, dich kennenzulernen und so. Ich glaube, du warst in der Ritterrüstung da drin. Und warst ein geheimes, verstecktes Etwas. Dadurch haben wir nämlich mal eben 100 Rubine gekriegt. So, wie gesagt, wir können jetzt eine ganze Menge machen, was wir vorher nicht machen konnten. Wir können jetzt nämlich diese ganzen scheiß Eiswände hier durch, was uns ein bisschen was an Arbeit erspart. Wir können damit jetzt auch alles in diesem Dungeon machen, was wir machen wollen. Weil es ist halt das Dungeon-Item und damit können wir jetzt alle Orte erreichen. Wir müssen also jetzt an keinen Ort später nochmal zurückkommen. Wir können jetzt alles im First Try machen. Komm her. Wunderbar. Übrigens auch sehr praktisch, mit dem Ding kann man auch diese kleinen komischen Eisviecher, die so nervig sind, instant weghauen. Auch das gefällt mir natürlich sehr gut. Und damit kriegen wir auch hier diese Eiswand weg. Weitere Abkürzung, die wir gerne nehmen. Aber bevor wir das machen, wie gesagt, eine Truhe haben wir da hinten noch zurückgelassen, die hinter einer Eiswand versteckt war. Und an die kommen wir jetzt natürlich auch dran. So, so, so. Ciao. Ciao. War es nicht geplant. So, einmal das weg. Und einmal das weg. Und es ist einfach nur ein 20er Rubin. Wenn wir schon mal dabei sind, damit ich auch alle Eiswände zerstören. Also. So noch. Kann ich das hinten auch von hier aus mal erwischen? Jupp. Bringt uns zwar gar nichts, aber einfach mal zur Vollständigkeit halber. Hätten wir das erledigt. Durch die Tür hier. Ich muss zurück zu Frauchen.
war ja, glaube ich, da. Oder war das hier die Küche? Nee, aber hier können wir jetzt natürlich auch weiter. Denn damit können wir das vom Eis befreien. Und auch das vom Eis befreien. Und haben jetzt sozusagen ein zweites Rätsel, was natürlich etwas anspruchsvoller sein sollte als das erste. Okay, ich würde sagen, wir machen es erstmal wie folgt. So. So. Verdammt, das war nicht so schlau, ne? Das war nicht so schlau. Okay, du erstmal weg. Du. Du. So ganz durchdacht habe ich das, glaube ich, auch noch nicht. Weil den zweiten könnte ich dann hier hinschieben, aber den dritten bekomme ich dann ja nicht mehr da ins Loch. Die Grundidee war ganz gut, aber wirklich funktionieren tut das nicht. Oh Gott, ich habe beim ersten Rätsel wie gesagt damals schon ewig gehangen. Ich werde beim zweiten hier noch länger hängen. Dich da hinschieben. Dann kann ich dich da hinschieben. Hilft das was? Ich weiß nicht, ob das was hilft. Oh, dieses Rätsel! Schlimmste Rätsel im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist. Ja, damit kriege ich es da jetzt zwar rein, aber... Also, ich kriege es da ja nicht drauf, dann... Oh Gott, oh Gott! Andere Idee. Es muss irgendwie funktionieren, ist schon klar. Frage ist nur genau wie. So, dann schiebe ich den nächsten. Kann ich hier hin, dahin, kann ich dann da dran ballern. Aber weiter geht's dann auch nicht mehr. Wir haben eben festgestellt, wir können da einen hinstellen. Das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Sache. Wenn ich hier einen hingestellt bekomme. Aber dann, was machen wir dann da draus? Ich mache jetzt erstmal weiter, wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt hatte. Nämlich so. So, mal sehen, was sich dann daraus ergibt, wenn wir dann die Position erstmal haben. So. Na, bist du wo, stehen bleiben, bitte. So. So. Und dahin. So, damit hätten wir die Position schon mal safe. Was jetzt? Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Ich hatte das Rätsel ja schon gelöst. Ich hatte es schon. Und dann habe ich es wieder versaut, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Ich Vollspacken. Meine allererste Idee war die richtige. Es gibt nur eine einzige Ecke, an der dieses komplette Feld nicht gerade viereckig ist.
Und das ist hier. Und die Ecke muss man natürlich nutzen. Wenn mit einem ganz normalen Viereck wird es nicht funktionieren. Also war mir schon klar, dass es was mit dieser Ecke zu tun hat. Und ich hatte die Lösung quasi schon und habe es mir dann wieder versaut. Weil ich nicht nachgedacht habe. Okay, du darüber, dann du darüber. Dann nach da. Und dann nach da. Okay, dann den zweiten holen. So, darüber. 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 Und wieder nach da. Und dann habe ich nicht nachgedacht, weil jetzt kann ich den hinteren ja wieder benutzen. Das war ja das Dumme, wo ich nicht drüber nachgedacht habe. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt alle drei in eine Reihe bringen, aber ich kann den hinteren ja einfach wieder benutzen. Und nochmal da lang schieben und dann haben wir es ja schon. Das ist eigentlich ganz simpel, das Rätsel. Keine Ahnung, warum ich da jetzt gerade nicht drauf gekommen bin. So. Hey. Damit haben wir die Tür von was geöffnet? Die da oben, glaube ich. Da komme ich doch gar nicht hin. Vielleicht kommt der nicht. Oder ist da irgendwo ein Greifhaken dran? Ich habe irgendeine Tür geöffnet. Aber keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Okay, erstmal wieder in die Küche. Wir haben Käse gefunden. Lass mich raten, genau das brauchst du gerade. Hm, da fehlt ja noch etwas Gewisses. Ruhig gut. Was hast du denn da? Oh, genau das hat mir für die Suppe noch gefehlt. Jetzt muss sie nur noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Ja, mach ich gern. Wir haben übrigens keine Fee mehr, wollte ich sagen. Luxussuppe, sie riecht nach Käse. 8 Herzen füllt sie wieder auf. Das ist doch eine ganz praktische Sache. Dann nehmen wir gleich mal 2 Gläser mit. Wunderbar. Und so. Und dann kann ich an dieser Stelle auch schon mal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.